Roboterjournalismus ist ein bildhafter, metaphorischer Begriff für die Anwendungen von automatischer Textgenerierung im Kontext des Journalismus. Also da, wo journalistische Texte automatisch generiert werden. Typischerweise sind es Anwendungsfälle wie Wettervorhersagen beispielsweise. Das bedeutet, eine Wettervorhersage wird automatisch generiert auf Grundlage von Vorhersagedaten. Andere Bereiche sind Sportberichterstattung, beispielsweise der Fußballbericht zum Spiel am letzten Wochenende, oder auch Finanzberichterstattung. Und ich persönlich finde den Begriff Roboterjournalismus ein bisschen unglücklich. Der weckt so Assoziationen an einen tatsächlichen Roboter, vielleicht einen, wie man ihn aus Terminator kennt, der so an einer Tastatur sitzt und den armen Journalisten die Arbeitsplätze wegnimmt. Und genau das ist es nicht. Roboterjournalismus hat als Hintergrund, ein Hilfsmittel zu sein für Journalisten zu unterstützen und sie zu entlasten.